Mit dieser einfachen Wette, mit diesen Streichhölzern, könnt ihr eurem Gegner ganz leicht davon überzeugen, dass er denkt, ihr könnt Gedanken lesen. Und zwar geht es eigentlich nur darum, also die Wette geht darum, auf welcher Seite befinden sich die Streichholzköpfe. Und zwar nimmt euer Gegner vielleicht die Streichholzpackung in der Hand, kann hier die Streichhölzer so drehen, wie er möchte und kann die dann hier reinschieben. Und eure Aufgabe ist es natürlich rauszubekommen, auf welcher Seite die Streichholzköpfe sind. Ist eigentlich relativ simpel, also wie gesagt, ich habe es ja jetzt gemacht, ich werde es jetzt nochmal kurz machen mit Augen zu, also ich will es jetzt wirklich nicht, ohne Quatsch. Jetzt kann man die einfach nochmal drehen, zack. Guckt, dann nimmt die einfach und kann die eigentlich auf der Hand ausbalancieren. Also man sieht schon, jetzt hält es, ich habe aber eigentlich meine Hand ein bisschen weiter nach rechts drüben. Das bedeutet natürlich, dass hier auch die Streichholzköpfe sind. Also ihr seht schon, hier sind sie. Wenn ich jetzt nochmal drehe, könnt ihr natürlich gleich nochmal auf der anderen Seite sehen. Also das ist eigentlich wirklich relativ simpel. Also ihr seht schon, hier knicken sie schon, hier fallen sie runter. Da sind sie. Also von daher ist es, denke ich mal, ein simpler Trick, womit ihr eurem Gegner auf jeden Fall irgendwie verblüffen könnt. Von daher drücke ich euch natürlich die Daumen, dass er die nächste Wette gewinnt. Vielleicht ein, keine Ahnung, irgendeinen Drink bekommt oder vielleicht ein Zehner oder so, also keine Ahnung, man wettet ja um verschiedene Sachen, von daher, ich drücke euch die Daumen. Die nächste Wette finde ich eigentlich mega geil, also ich meine, klar, vielleicht erkennt das schon, also die Aufgabe ist natürlich klar, ihr habt die Aufgabe, die Würfel hier in den Becher zu bringen, ihr dürft natürlich keine zweite Hand benutzen, habt nur die eine Hand, die zwei Würfel, das Glas, also so wie es hier aussieht. Klar, die meisten werden natürlich so beginnen, denke ich jedenfalls, haben jetzt hier erstmal den ersten Würfel drin, was machen sie jetzt? Vielleicht probieren sie es gleich nochmal so, dann fliegt der andere raus. Das ist meistens das Problem. Von daher will ich euch natürlich was zeigen, wie es auf alle Fälle funktioniert, wie ihr auf jeden Fall diese Wette gewinnt. Also wie gesagt, zeige ich euch. Ich hoffe natürlich, dass es gleich beim ersten Mal funktioniert. Wir versuchen es einfach mal aus. Den ersten haben wir hier drin. Jetzt müssen wir mit dem zweiten nochmal schaffen. Da haben wir es. Jede Würfel drin. Also die Aufgabe, worauf ihr einfach mal achten müsst, wenn ihr den zweiten Würfel hier drin haben wollt, dann müsst ihr eigentlich das Glas probieren drunter zu schieben und nicht nach oben, um den Würfel nach oben zu schmeißen. Also das ist Quatsch und finde ich nicht so gut. In der nächsten Wette geht es einzig und allein darum, mit nur einem Strich diese Aufgabe zu lösen. Wo würdest du den Strich setzen? Also ich würde einfach hier setzen. Schon. Das ist richtig, würde ich sagen. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen, einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Bei Fragen kannst du gerne kommentieren und anschließend natürlich abonnieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.